Hallo allerseits und herzlich willkommen zum mantischen Wochentagoskop. Ja, wie ihr seht, wieder eine Premiere anstatt eines Lives. Das tut mir sehr leid, aber gerade wenn ihr jetzt dieses Video seht, bin ich vielleicht gerade noch auf einem kleinen Absacker am schönen Warnemünder Strand. Es kann auch sein, dass ich wieder auf dem Rückweg bin oder tatsächlich zurück bin, das weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall habe ich dieses Video lieber vorbereitet. Better be on the safe side, wie wir hier in Hamburg sagen. Oder auch nicht. Bevor ich starte, ich habe neulich von jemandem gehört, dass die Videos immer sehr lang sind hier, die Wochentaroskops. Und ich kann das leider nicht ändern, denn ich gehe ja hier auf jedes Tierkreiszeichen persönlich ein und bemühe mich auch um eine etwas individuellere Nachricht, als das vielleicht in anderen Videos der Fall ist. Ich bemühe mich aber, und das tue ich immer, in den Shownotes dann hinzuschreiben, wenn ihr das Video später guckt, wann welches Tierkreiszeichen ansetzt. Und natürlich kann ich das nicht machen, wenn ihr live dabei seid, aber prinzipiell ist das durchaus möglich und dann müsst ihr eigentlich nur 2, 3 Minuten von dem Video gucken und gut ist. Das nochmal als kleine Anmerkung. Ich verlinke natürlich auch immer auf die Karten, die ich benutze und das habe ich für diese Session auch getan. Ja, wir sind jetzt in der Woche vom 10. bis 17. Oktober bereits angelangt. Die zweite Herbstferienwoche der Hamburger auf jeden Fall. Und in dieser Woche selbst ereignet sich noch nicht viel wirklich Dramatisches astrologisch. Weiterhin stehen die Planeten so, wie ich das schon im letzten Video beschrieben habe, als ich noch mit OE zusammen hier saß. Das hat euch übrigens allen gut gefallen, da werde ich sicher wieder eine Wiederholung machen. Und das Einzige, was passiert in dieser Woche ist, und das ist, glaube ich, doch aber auch ziemlich interessant, dass am Freitag, dem 15.10. Saturn wieder im Wassermann direktläufig wird. Und das ist natürlich für uns alle von ziemlicher Relevanz, denn Saturn, der hat hier ganz schön auf der Bremse gestanden bei Projekten, wo es um Weiterentwicklung ging. Wir erinnern uns, wir sind in einem Jahr, in dem Wassermann ein sehr, sehr wichtiger Player ist. Und wenn dann die Planeten in seinem Zeichen rückwärts laufen, kommen einige Dinge zum Erliegen. Jupiter ist noch weiter rückläufig im Wassermann, aber das ist sicher interessant. Und dann Montag, das ist jetzt nicht mehr für diese Woche, aber am Montag, dem 18., wird ja dann auch Merkur wieder direktläufig. Das heißt, es kommt wieder Schwung in die Bude und in die luftigen Tierkreiszeichen. Von daher, das ist das Wichtige gerade. Ja, und damit fange ich jetzt einfach gleich mal an. Ach so, vielleicht schaut ihr euch nochmal den Mondimpuls an, den ich vorgestern, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, am Dienstag gemacht habe zum Waage-Neumond. Ja, jetzt weiß ich es wieder, der gestern war. Also ihr seht, ich nehme das Video am Donnerstag auf und heute, Donnerstag, auch interessant, ist Venus in den Schützen gegangen, vor ungefähr 2 Stunden. Also deswegen habe ich mir hier eine Karte im Hintergrund ausgesucht, die sehr lebendig und farbenfroh ist. Sie stammt aus dem Deck Kreise der Kraft von Edda Contantini und Bettina Caeva und ist erschienen, wie so viele andere Sachen, im Königsfurt Urania Verlag. Diese Karte ist unser Spirit Guide für die kommende Woche vom 10. bis 17. Oktober. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ich da gezogen habe. Aha, aha, aha. Die Kreise der Kraft. Ich habe den Herbst gezogen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind mitten im Herbst angekommen. Es ist ein bisher hier in Hamburg auf jeden Fall schöner Herbst, ein sonniger Herbst. Es gab ein paar kalte Tage, aber eigentlich ist es wirklich sehr angenehm hier und ich hoffe, dass uns das weiter erhalten bleibt und dass wir diese Farbenpracht, die auf diesem Bild abgebildet ist, wirklich genießen können.
Farbenpracht, Farbenfrohheit, nicht nur visuell, sondern auch im Herzen zu spüren. Das könnte ein Thema der aktuellen Woche werden. Und dazu passt vielleicht auch das Thema Ernte. Und die Ernte, die wiederum, kann ich mir vorstellen, sieht man darin, wenn Saturn direktläufig wird. Also da kommen jetzt langsam Dinge in Bewegung oder werden abgeschlossen, die stagniert sind in unserem persönlichen Erleben. Genug der Worte zum Spirit Guide. Jetzt geht's los mit der Reise durch den Tierkreis. Und wie üblich fange ich natürlich mit dem Widder an. Aber bevor ich das tue, stelle ich euch das Deck vor, was ich benutzen werde. Kurt und ich haben gerade ein Unboxing dazu gemacht, das ihr euch auch sehr gerne ansehen könnt. Und es ist das Urban Tarot von Robin Scott. Ein Deck, das als Kickstarter-Projekt 2015 veröffentlicht wurde. Und wir sehen schon, es sieht sehr nach Stadt aus und Mobilität. Und ich finde es auch ein sehr farbenfrohes Deck mit sehr interessanten Karten. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall fange ich nun an. Ihr hört es schon, ich mische die Karten und dann geht es auch gleich los mit dem Widder. Ja, lieber Widder, für dich gilt weiterhin Mars in der Waage. Nicht mehr allzu lange, aber Diplomatie, 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 das ist das, was wichtig für dich ist. Schau dir bitte unbedingt nochmal den Mondimpuls an für den Waage-Neumond, bei dem der Mars auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und schau mal, was das mit dir gerade zu tun haben könnte. Ich habe auf jeden Fall eine sehr schöne, spannende und genüssliche Karte für dich gezogen. Gerade hatten wir ja die Karte mit den Kreisen der Kraft. Und auch hier sehen wir ganz viele Kreise abgebildet. Es ist die 10 der Münzen in der Interpretation von Robin Scott. So ein Kunstwerk, würde ich sagen, das außerhalb einer Stadt angebracht ist. Oder es könnte auch eine Fabrik sein. Auf jeden Fall 10 der Münzen. 10 ist ja immer eine Karte der Veränderung, nachdem etwas zu einem Abschluss gekommen ist. Sagen mir, dass du, lieber Widder, tatsächlich in der kommenden Woche eine irgendwie geartete Ernte einfahren darfst, dass du von etwas profitierst, was lange in der Schwebe war, vielleicht auch. Die Karte hat ja den Untertitel Reichtum und verspricht dir, dass du zum Guten Erfahrungen machen kannst, die dir entweder mehr Geld einbringen. Vielleicht gibt es auch Veränderungen in deiner Familie, die sehr positiv sind. Oder es geht um einen Umzug. Auf jeden Fall gibt es hier eine Veränderung auf der materiellen Ebene für dich, die ganz positiv sich auf dein Leben auswirkt. Gleichzeitig kannst du alten Kram abschließen, der dir vielleicht der ziemlich nervig für dich war, und kannst jetzt sagen, und jetzt beginne ich mit etwas Spannendem, Neuen in meinem Leben. Und von daher eine super gute Karte, die ich auch immer wieder gerne ziehe und die einfach sagt, du darfst in der kommenden Woche dein Leben genießen. Genieße das, was du gerade erreicht hast. Feiere dich auch ruhig ein bisschen. Und dann langsam aber sicher musst du mal wieder Gas geben, aber ich meine, dir wird sowieso schnell langweilig. Ich bin mir sicher, du wirst nicht ewig im Feiern verharren. Auf jeden Fall ist es eine wirklich gute, positive Erntekarte für dich. Liegt bestimmt daran, dass du so lange diplomatisch sein musstest. Und das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Als nächstes kommt natürlich der Stier an die Reihe. Ja, und für dich, lieber Stier, ist es natürlich sicher angenehm, dass Venus jetzt im Schützen ist. Das ist belebender, als wenn sie durch den Skorpion reist für dich. Also das Leben kann gefeiert werden. Und da habe ich auch gleich eine Karte für dich gezogen, die sehr interessant ist. Es ist der Ritter der Kelche, und der Ritter der Kelche wird hier als
Seducer dargestellt. Das passt auch, denn der Ritter der Kelche ist ja sehr oft der Herzensmann. Und du kannst jetzt überlegen, ob in der Zeit, als Venus durch den Skorpion gereist ist, ob du da verführt wurdest oder ob du vielleicht verführt hast. Entschuldigt, ich musste hier einmal eine Lärmquelle ausrotten. Hier ist ja der Kelch sehr schön inszeniert. Ich finde mich da voll als Fischin wieder mit dieser Karte. Und der König der Kelche muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass dich jemand flachlegen möchte oder dass du jemanden flachlegen willst. Das Verführen, das Seducen kann natürlich auch sein, dass du gebeten wirst, in das Reich der Fantasie einzureißen, reiten, also rote Pille oder blaue Pille ist es, glaube ich, ne? Und in andere Welten aufzubrechen. Der Ritter der Kelche fordert dich dazu auf, wirklich genau zu überprüfen, was dir gerade wichtig ist in deinem Leben, wo dein Herz dran hängt und dann da in dieser Richtung Entscheidungen zu treffen. Das kann sein, dass du dich von einem Job immer mehr entfernst, dass du dich nicht mehr damit verbinden kannst oder mit einem Partner oder mit irgendetwas anderem, was du tust. Der Ritter geht gerne auf Reisen und dann würde ich sagen, ist dieser Seducer hier derjenige, der sagt, öffne jetzt deine Augen. Überlege dir, welche Angebote da im Außen gerade für dich sind, die dich neu inspirieren und beleben. Und dann solltest du sie, glaube ich, ergreifen. Als Stier bist du natürlich nicht besonders risikofreudig, aber ich glaube, dass die Intuition, die gerade auch jetzt gefördert wird, wenn dein Herrscher deine Herrscherin, muss ich ja sagen, durch den Schützen reist, dass die dich jetzt besser berät als der Verstand und dein Sicherheitsstreben. Vielleicht tritt einfach auch ein spannender Mensch in dein Leben, dann musst du jetzt nicht gleich die Hochzeitsglocken läuten lassen. Der Ritter der Kelche ist nicht unbedingt derjenige, der sofort heiraten will. Aber es geht darum, zu genießen und Spaß zu haben, eben um dich verführen zu lassen. Und das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich. Gefällt mir sehr gut, diese Karte. Ich mag das Deck, glaube ich, sowieso ziemlich gerne. Ja, liebe Zwillinge, ihr seid dran und weiterhin ist Merkur rückläufig in der Waage. Und das ist natürlich nicht das Allerangenehmste für dich, liebe Zwillinge. Aber es ist ja nicht mehr lange. Eine Woche schaffst du noch. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Karte dir jetzt der Kosmos hilft, diese Durststrecke durchzustehen. Und ich habe die Prinzessin der Schwerter für dich gezogen. Das ist natürlich eine super gute Zwillingskarte. Und hier hat sie den Untertitel The Activist, die Aktivistin. Und naja, also ich würde sagen, das ist hier für dich die klare Aufforderung, Stellung zu beziehen. Unter rückläufigen Merkur solltest du nochmal weiter über die Bücher gehen. Es geht jetzt noch nicht darum, total nach draußen vorzupreschen, aber diese Karte ist eine klare Aufforderung, ein Statement abzugeben. Und zwar bezüglich dessen, woran du glaubst und was du wirklich, wirklich, wofür du dich wirklich, wirklich engagieren möchtest und dafür einzustehen und zu kämpfen. Von daher kannst du dich jetzt fragen, okay, wie sieht mein Leben gerade aus? Wo bin ich nicht unbedingt feige, aber wo spiele ich zu sehr auf Sicherheit und sage nicht das, was ich denke und fühle? Und wie kann ich das ändern, ohne mich natürlich gleich ins Unglück zu stürzen? Aber prinzipiell geht es jetzt wirklich darum, Ansagen zu machen und nicht mehr zurückzuhalten, wenn dir etwas nicht in den Kram passt. Und es geht auch darum, Dinge zu sagen anderen Menschen, an die du glaubst und auch auf die Gefahr hin, dass das nicht auf fruchtbaren oder gar positiven Boden stößt. Das sind wichtige Denkanstöße. Ich kann mich entsinnen, dass letztes Mal wieder abwarten, abwarten, abwarten war. Und natürlich ist das hier auch nicht unbedingt jetzt sofort los, aber es ist schon
eine klare Haltung, die hier eingenommen wird und in den Startlöchern stehen. Du hast jetzt einige Wochen Zeit gehabt, dich zu sammeln, dir zu überlegen, was du wirklich brauchst und willst. Bald geht es los, mache dich bereit. Das, meine lieben Zwillinge, ist meine Nachricht für euch. Und damit sind wir beim Krebs angelangt. Und für den Krebs ist weiterhin nichts wirklich Dramatisches los. Jetzt, wo Venus aus dem Skorpion raus ist, sowieso nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, welche Karte ich für dich ziehe, lieber Krebs. Und da habe ich eine wirklich sehr schöne Karte gezogen, nämlich das Ass der Kelche. Finde ich hier auch total toll dargestellt mit diesem Engel und dem Springbrunnen. Und das Ass der Kelche, das ist eine sehr krebsige Karte. Es geht darum, sich befruchten zu lassen von etwas oder jemanden. Das musst du jetzt nicht gleich ganz wörtlich nehmen, aber die Karte kann auf Verliebtheit hindeuten, auf inspiriert werden. Der Engel, der hier auf der Karte zu sehen ist, das könnte die Muse sein, die dich küsst. Oder es geht darum, dich etwas hinzugeben. Das kannst du sowieso sehr gut. Wichtig ist für dich, anders als beim Widder, bei dem etwas zum Abschluss gekommen ist und jetzt eine Veränderung ansteht, beginnt für dich gerade etwas Neues auf der emotionalen Ebene. Das muss nicht unbedingt die Liebe sein. Du kannst in der Spiritualität einen Schritt weiter gekommen sein. Du hast vielleicht gerade eine spannende Bewerbung am Laufen für einen Job, wo du gerne leidenschaftlich unterwegs sein möchtest. Oder natürlich, du kannst dich in jemanden verliebt haben oder jemand sich in dich. Auf jeden Fall fordert dich das Ass der Kelche dazu auf, diesem Gefühl zu folgen, dich inspirieren zu lassen und zu sehen, was dabei herauskommt. Denn sehr oft kann dann eine Verbindung auf der menschlichen Ebene anstehen. Das sehen wir dann in den Zwei der Kelche, Verbindungen mit Menschen, die dir wichtig sind, die dir wichtig werden können. Ja, also lasse deine Kreativität raus im Augenblick. Du hast dafür unter rückläufigen Merkur eine gute Vorlage. Und ich glaube, da steht etwas sehr Schönes, Spannendes für dich an und im Raum. Und das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Jetzt kommt der Löwe an die Reihe. Ja, und beim Löwen, für den Löwen ist es gut, wie auch für den Widder übrigens, dass die Venus in den Schützen geht. Das heißt, Frau Venus, die Liebliche, die beglückt dich vielleicht mit schönen, erotischen Momenten. Ansonsten ist gerade nicht so viel für dich los, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin daher sehr gespannt, welche Karte ich für dich gezogen habe. Und ich habe wieder eine Kelche-Karte gezogen, nämlich die Prinzessin der Kelche, die Kostümdesignerin. Das ist ja auch mal was Originelles. Ja, es hat so ein bisschen, auch wenn die Karte dunkel ist, was von Cinderella, von sich aufhübschen und nachdem du eine Zeit lang vielleicht nicht so gerne rausgegangen bist, vielleicht auch ein bisschen traurig warst. Jetzt ist der Moment gekommen, um dich fein zu machen und nach draußen zu gehen und dir wieder die Liebe zu holen, die dir zusteht, deinen Selbstwert. Den hast du hoffentlich in den letzten Wochen gestärkt und kannst dich jetzt wieder darstellen. Nicht unbedingt, wie du bist, sondern wie du gern gesehen werden möchtest. Denn das machen wir ja, wenn wir uns in Kleidung begeben und damit aussagen, wie wir uns gerne darstellen. Also, für dich steht auch Kreativität an. Alles, was ich gerade über das Ass der Kelche gesagt habe, das kann man auch über die Prinzessin der Kelche sagen. Also schau dir nochmal an, was ich beim Krebs gesagt habe. Aber prinzipiell ist es eine Karte, die sagt: Jetzt ist ein richtig guter Moment, um spielerisch kreativ zu sein und dich vor allem mit dir selbst zu beschäftigen, mit dem, was dich schmückt, zu beschäftigen
Und natürlich darfst du das auch für jemand anderen machen, aber der Hauptfokus liegt dabei, nämlich das genau zu tun, wozu du geboren bist, deine Verspieltheit, deine Selbstliebe, deine Lebensfreude auszustrahlen. Und dafür solltest du dich jetzt landfein machen. Oh, ein blöder Ausdruck, landfein. Aber ein passender. Ja, vielleicht ist es auch die Eröffnung der Herbst- und Wintersaison. Vielleicht dürfen wir ja dieses Jahr tatsächlich wieder draußen spielen. Wir werden es erleben. Und das ist das, was ich dir heute zu sagen habe für die kommende Woche und meine Nachricht für dich. Nun kommen wir zur Jungfrau. Und auch für dich, liebe Jungfrau, ist es natürlich relevant, dass Merkur rückläufig ist in der Waage. Die Zwillinge haben da ein bisschen mehr mit zu tun gerade als du, aber immer wenn dein Herrscher rückläufig ist, da können natürlich auch bei dir Dinge ins Stocken geraten. Und gleichzeitig habe ich aber eine Karte für dich, die sagt, bei dir stockt gar nichts, außer wenn du es nicht tust. Ich habe für dich den Narren gezogen. Ja, und der Narr, der wird hier dargestellt auf einer Hausklippe. Ja, ich fände es jetzt ein bisschen risky, da runter zu springen, aber genau das ist ja die Nachricht des Narren. Etwas närrisches tun und nicht unbedingt über die Konsequenzen nachdenken und dafür im Idealfall belohnt werden für diesen Mut. Ja, vielleicht ist das ja Spider-Man oder jemand anderes, der Superkräfte entwickelt, während er dann vom Haus springt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall steht für dich, liebe Jungfrau, ein Neuanfang auf dem Programm. Und dieser Neuanfang, der kann sich in allen Bereichen deines Lebens auswirken. Ob das nun die Liebe ist oder die Arbeit oder einfach gesundheitlich durchzuatmen, etwas Neues zu tun oder Freiheit zu genießen. Ja, Freiheit zu genießen, das könnte definitiv auch ein Thema sein. Also trau dich etwas, du bist ja nicht das mutigste Zeichen. Trau dich etwas, springe über deinen eigenen Schatten und riskiere etwas. Und dann wirst du eine wundervolle Woche haben, bis dann endlich dein Herrscher wieder direktläufig wird. Das ist das, was du jetzt tun solltest. Und meine Nachricht für dich. Mitte des Horoskopes. Ich trinke natürlich wieder einen Schluck. Heute selbstgemachten Pfefferminztee. Und als nächstes gehe ich dann aber auch gleich zur Waage über. Fühle mich heute etwas gehetzt, weil ich nicht schnell genug bin. Oh. Ja, liebe Waage, weiterhin bist du Geburtstagskind und hast am meisten Action in deinem Zeichen. Mars ist noch in der Waage und gibt dir ordentlich Zunder. Nicht immer etwas, was du so fantastisch findest. Und dann ist auch noch der rückläufige Merkur in deinem Zeichen. Also einerseits ein Yes, 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 Go und auf der anderen Seite ein Stopp. Sieh du dir bitte unbedingt den Neumondimpuls an, den ich gerade gemacht habe. Der ist für dich besonders relevant. Ja, und im Tarot kannst du dich, glaube ich, nicht beklagen. Ich habe hier die Liebenden für dich gezogen, die zwar den Zwillingen zugeordnet ist, aber eine sehr waagische Karte ist. Bei der Waage, da geht es ja darum, mit dem Gegenüber in Kontakt zu kommen und sich vielleicht manchmal auch im Gegenüber zu verlieren, sich selbst dann nicht mehr so wahrzunehmen oder den anderen, die andere zu brauchen, um sich stärker wahrzunehmen. Und mit den Liebenden hast du eine sehr, sehr gute Chance, dass da in der kommenden Woche etwas für dich passiert. Vielleicht verliebst du dich, vielleicht wird eine Liebe tatsächlich auch vertieft. Wie wir es hier sehen, hier wird ja eine Hochzeit dargestellt. Aber vielleicht geht es auch einfach darum, zu irgendetwas, was wirklich wichtig gerade ist für dich, ob das die Liebe ist, die Arbeit oder etwas anderes, dazu Ja zu sagen, verbindlich zu werden und den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen. Dazu passt gut, dass Saturn jetzt bald wieder direktläufig wird. Saturn ist ein Planet, der gut mit dir, liebe Waage, arbeitet. Und dafür sorgt, dass du dann auch mal Entscheidungen triffst,
die du ganz gerne eigentlich in der Schwebe lässt. Von daher, willst du, ja oder nein, das ist hier die Frage, und dein Mantra für die kommende Woche, du tust gut daran, jetzt entweder ja oder nein zu wichtigen Fragen in deinem Leben zu sagen, und dann machst du alles ganz genau richtig. Mars unterstützt dich dabei, Merkur erinnert dich an die Fehler, die du schon mal bei solchen Entscheidungen gemacht hast. Also, du hast alle Chancen, jetzt die richtige, für dich jetzt passende Entscheidung zu treffen. Ganz viel Glück dir dabei und feiere noch ordentlich deinen Geburtstagsmonat. Das ist meine Nachricht für dich. Der Skorpion, du genießt nicht mehr, das ist schon vorbei. Also Venus ist jetzt endgültig aus deinem Zeichen raus. Im Augenblick passiert da gerade nicht viel, aber bald geht Mars in den Skorpion und Merkur wird ja dann auch kommen. Du kannst dich schon mal auf ein paar Highlights freuen, die Sonne dann auch. Aber im Augenblick hast du noch ein bisschen Ruhe und ich empfehle ja immer allen Zeichen, die Tage vor ihren Geburtstagszeiten zu nutzen, um nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Das kannst du definitiv auch jetzt gut tun. Und ich habe dafür sicher eine spannende Karte für dich gezogen. Ja, es ist der Ritter der Stäbe, der Rockstar. Skorpionisch hat er eine Sonnenbrille auf und er spielt wahrscheinlich Heavy Metal oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er jemand, der durch Venus, die durch sein Zeichen gegangen ist, jetzt arg beflügelt und inspiriert ist. Und offensichtlich sollst du, lieber Skorpion, mal ein bisschen aufhören mit der vornehmen Zurückhaltung, die du immer an den Tag legst. Und ich sage nicht unbedingt die Sau rauslassen, aber dich mehr zeigen und deine Talente stärker darstellen. Das Leben ist eine Bühne, sagt Shakespeare. Und du solltest dir überlegen, auf welcher Bühne du dich wie präsentieren willst und dann das auch tatsächlich tun. Bleib nicht zu Hause sitzen, überlege nicht, wer dich irgendwie verletzt hat oder wie du wieder mehr unter Leute kommen kannst. Geh raus, hab den Mut, dich zu zeigen. Lass dir vom Löwen, von der Prinzessin der Stäbe ein Kostüm schneidern, damit du gut aussiehst und verbinde dich mit ihr. Dann macht ihr beiden genau das Richtige für euch. Wirklich eine tolle Karte, die sagt, da ist etwas in dir, was jetzt ausgedrückt werden möchte. Lass es raus, lebe es. Es kann natürlich auch sein, dass du einem Rockstar begegnest oder jemanden, der dir wie ein Rockstar vorkommt. Dann genieße es, hab Spaß, lasse deine Sinnlichkeit leben. Und das, mein lieber Skorpion, ist meine Nachricht für dich. Ja, jetzt finde ich gerade die Triangel nicht und komme zum Schützen. Lieber Schütze, wie gefällt es dir mit Venus im Krebs? Das ist doch sicher sehr angenehm für dich. Und ansonsten brauchst du, glaube ich, keine Highlights, denn Venus im Schützen alleine ist ja schon ziemlich aufregend. Und ich bin sehr gespannt, welche Karte du von mir kriegst. Ich habe auch eine Hofkarte für dich, den Ritter der Schwerter, der als der Game Man dargestellt wird, also derjenige, der am Roulette-Tisch die Fäden in der Hand hält. Ist fast ein bisschen skorpionisch, aber Venus war ja auch gerade im Skorpion und bringt die Energie dieses doch sehr leidenschaftlichen und taktisch klugen Zeichens in dich hinein. Und frag dich, wie möchtest du die kommenden Wochen spielen, um gut voranzukommen in deinem Leben? Es ist eine strategische Karte, die dich dazu auffordert, ja, wirklich nicht einfach nur Lebensfreude auszusprühen und Ziele zu verfolgen, die dir wichtig sind, sondern wenn du diese Ziele wirklich umsetzen möchtest, auch dir einen guten Plan hinzulegen, gut zu taktieren und vielleicht nicht alles jedem zu erzählen. Du berichtest gerne von deinen, von dem, was du empfindest und fühlst und vermittelst das anderen Menschen gerne. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, gerade ein bisschen
nicht so sehr damit rauszugehen, sondern dir wirklich einen guten Plan zu überlegen. Setz dich mit dem Skorpion zusammen, der hilft dir dabei. Und ansonsten ist es ein Versprechen, dass wenn du deine Pläne jetzt klug, strategisch aufbaust und verfolgst, dass du deine Ziele besser erreichst, als dir das manchmal gelingt, wenn du einfach drauf losstürzt und sagst, ach, das machen wir jetzt. Sehr gute Karte, um voranzukommen, um Erfolg zu haben. Und vielleicht auch eine erotische Karte, denn am Spieltisch, das kennen wir auf Game of Thrones, da lernen wir ja die eine oder andere spannende Persönlichkeit kennen. Das, mein lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Und damit sind wir beim Steinbock angelangt und bin natürlich wieder sehr gespannt, welche Nachricht ich für das strukturgebende Zeichen des Tierkreises habe. Und es ist eine Karte, die ich auch ganz toll finde, nämlich das Ass der Münzen. Man sieht hier, dass die Robin Scott stark mit dem Crawley-Tarot arbeitet und das Ass der Münzen als Kuppel hängend über dieser Statue dargestellt wird. Ein schönes Bild dafür, dass das Ass der Münzen manifestieren will, also von der Luft etwas in die Erde bringen möchte. Und diese konzentrifugischen Kreise, die bauen sich auf wie ein magischer, wie ein magischer Globus, könnte man fast sagen, und unterstützen dabei, dass etwas hier manifestiert wird. Das Ass der Münzen ist die Fortsetzung der Zehn der Münzen, die wir heute beim Widder hatten, und sagt, beginne jetzt etwas neu, ein neues Projekt, eine neue Liebe, einen neuen Job, fange etwas Neues an, investiere in etwas, nachdem du längere Zeit nicht so viel gemacht hast. Ich glaube, in der letzten Woche hatten wir auch eine Karte, die sagte, geh jetzt voran, sei strategisch, so ähnlich wie wir es bei dem Schützen gerade hatten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, auch wirklich damit zu beginnen. Anscheinend auch trotz rückläufigen Merkurs, denn das Ass der Münzen fordert dich auf, jetzt eine konkrete Tat zu tun, um etwas in die Welt zu setzen. Was immer das auch ist, du weißt das am besten. Und das ist meine Nachricht für dich. Ja, lieber Wassermann, für dich ist es relevant, dass Saturn jetzt am Freitag, am 15.10. direktläufig wird. Das wirst du sicher merken. Gerade bei dir ist ja in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, ein wenig was stagniert, weil die beiden Planeten in deinem Zeichen rückläufig wurden. Und jetzt könnte es wirklich passieren, dass du wieder besser vorankommst mit deinen Themen. Aber da schauen wir natürlich in die Karten für. Und ich habe tatsächlich eine sehr gute Karte gezogen, nämlich das Universum. Ja, auch interessant, diese urbane Szenerie wird hier aufgehoben. Es hat so ein bisschen was von die Matrix löst sich auf. Das passt natürlich auch sehr gut zum Wassermann-Thema. Und überhaupt ist das Universum eine Karte, die sehr gut zu dir passt. Du siehst die höheren Zusammenhänge gerne, kannst sie nicht immer unbedingt auf den Boden der Tatsache bringen. Aber für dich sagt diese Karte, dass gerade etwas Größeres, Längerfristiges in deinem Leben zum Ende kommt und das zu einem wohlwollenden Ende, denn das Universum ist eine positive Karte. Du bist aufgefordert, genau hinzuschauen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und ihnen zu folgen. Und dann kannst du, wir reden ja immer gerne von der neuen Normalität oder dem neuen Zeitalter oder sonst etwas, dann kannst du jetzt in deine Kraft kommen, um das, was einmal das neue Zeitalter werden wird. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen dran. Das wird nicht sich dieses Jahr oder nächstes manifestieren. Aber was immer das wird, du kannst deinen Teil dazu beitragen. Und mit dieser Karte kannst du aber auch persönliche Dinge jetzt zum Ende bringen, deinen Jahresabschluss jetzt schon mal machen oder dein Resümee ziehen oder in irgendeiner anderen Weise etwas zum Ende bringen, was lange in dir gearbeitet hat, was gut zu Ende gekommen ist, abgeschlossen werden darf.
Darauf darf vielleicht auch angestoßen werden. Und dann ist es aber auch an der Zeit, etwas Neues anzufangen. Ja, das, mein lieber Wassermann, ist, was ich wichtig finde für dich in der kommenden Woche. Ich hoffe, dass dir diese Nachricht für dich gefällt. Yay! Damit bin ich bei den Fischen angelangt. Und die Fische, die hatten ja in den letzten Wochen immer ziemliche Karten, die mit der gesellschaftlichen Politik auch zu tun hatten oder mit den gesellschaftlichen Umbrüchen. Und das bleibt heute wieder so. Ich habe nämlich wieder einen Trumpf für uns gezogen, liebe Fische. Ja, wie gesagt, es ist jetzt gar nicht so viel los weiterhin bei uns, aber die Stärke ist natürlich eine tolle Karte, die gerade hier so dargestellt wird, als könnte man durch die Stadt laufen, sich einen coolen Steinlöwen suchen. Hier in Hamburg gibt es einige, ich bin sicher in euren Städten auch, und dann ihn berühren und dadurch den magischen Krafttouch dieses Tieres erhalten. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Symbol darauf, dass der Löwe, die Löwenkraft, die wir in uns spüren, die ja auch mit dem Herzchakra zu tun haben, in der Stadt gebändigt wird. Da haben wir nicht so Zugang zu den Primal Instincts, zu den Urinstinkten, die wir in uns tragen. Egal, was diese Karte jetzt auf globaler Ebene bedeutet, für dich, liebe Fischin, lieber Fisch, bedeutet sie, dass du in der kommenden Woche dazu aufgerufen bist, deine Kraft leuchten zu lassen. Und wenn du gerade nicht sehr kraftvoll bist, ja, Kraft zu tanken, so wie ich das gerade tue, und zu genießen. Die Kraft erwartet auch immer von dir, dass du in Balance kommst, dass du also das, was instinktgetrieben in dir ist, mit dem in Einklang bringt, was in deinem Kopf vorgeht, also deine innere Jungfrau, sag ich immer gerne, mit deinem inneren Löwen, Herz und Bauch und Kopf miteinander verbindest, dann hast du eine sehr magische, aber auch sehr sinnliche Mischung, denn die Kraft hat auch immer was mit Selbstliebe zu tun, durchaus auch mit Sexualität. Und da weißt du am besten Bescheid, was da gerade Sache bei dir ist. Auf jeden Fall sagt die Kraft, du brauchst niemanden im Außen, der dir bestimmte Dinge liefert oder gibt. Du hast alles in dir drin, und je stärker du das nach außen trägst, je selbstbewusster du auftrittst, umso eher nehmen das die anderen in dir wahr, und umso mehr schwappt die Selbstliebe, die du für dich fühlst, auf andere über. Und du wirst mehr respektiert und andere Menschen respektieren sich selbst mehr. Tolle Karte für dich, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Karten für heute. Aber, das habe ich letztes Mal nicht gemacht, weil Roy dabei war. Diesmal gibt es wieder abschließend die Quintessenz. Wir fangen hier an mit einer 9. Dazu gesellt sich eine 21, das wird bei der 30, 31, Hofkarten zählen nicht, 37, zählt nicht, zählt nicht, zählt nicht, 38 und 10. Damit sind wir angelangt bei der 48. Ja, die 48, die ist eine Karte, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell finden werde. Und zwar ist es, ich nehme es schon mal voraus, beziehungsweise ihr anderen könnt ja einfach auch noch mal überlegen, welche Karte das sein könnte. Vielleicht finde ich sie aber auch schnell. Ich gehe mal kurz alle Karten durch. Na, wer weiß es, wer schreibt es mir in die Kommentare, während ich suche. Nein, 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 nein. Eben sind mir auch ein paar Karten runtergefallen, super. Das passt ja auch zum rückläufigen Merkur. Aber ich werde sie jetzt finden. Genau, und da ist sie auch schon. Hat es jemand in die Kommentare geschrieben? Weiß es jemand? Falls nicht, es ist... Die sieht ja spooky aus, der Gehängte.
Ja, der Gehängte sagt mir, dass wir kurz davor sind, etwas zu beenden. Das war auch in einigen Karten sichtbar. Aber wir haben halt noch rückläufigen Merkur und all die Dinge, die ich euch gesagt habe, außer beim Steinbock, die sind mit Vorsicht zu genießen. Also wenn ihr in der kommenden Woche noch nicht handeln müsst, dann lasst es sein. Wenn ihr unbedingt handeln müsst, dann macht es lieber erst ab Ende Freitag, wenn der Saturn direktläufig wird. Bis dahin wartet vielleicht noch ab, aber bringt euch in Stellung und in Position, damit ihr ab dem 18. richtig losschlagen könnt. Vorher gibt es aber nochmal mein Wochentaroskop und nächsten Sonntag dann auch wieder live. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr unterhaltet euch weiterhin gut gemeinsam. Und ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss.